Hallihallo und willkommen zurück zum Atlas Reactor Daily Ranking. Wir sind wieder da nach unseren letzten zwei Spielen, die wir leider verloren haben oder wie nicht so geil liefen. Versuchen wir es diesmal nochmal. Vielleicht sollte ich mein Platin-Zeichen doch rausnehmen. Bei dem, was ich für einen Quatsch mache. So. Wenn ich jetzt Quark nicht banne, picken die Quark. Aber ich habe keinen Bock auf Kagan. Tu mal was fürs Team, weil die sagen Quark. Wenn jetzt jemand der Kagan von euch insta-pickt, mache ich euch rund. Oder wenn halt wieder keiner darauf achtet, was im Team schon gepickt wurde. Ah, sehr gut, der Gegner pickt Kagan. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht wir einfach gerappt werden. Am Ende ist der Kagan auch noch gut und kann seine Kombos und so weiter und macht einen Haufen Schaden. So. Da hat jemand gefragt, ob wir Mikrofone haben. Ich sage, es ist eigentlich egal. Einfach gucken, was auf dem Screen ist, dann passt das schon. Wow. Oh Mann, warum kann denn keiner mehr meinen Support picken? Gibt ewig nicht ein, was er picken will und nimmt dann einen Firepower-Charakter, ey. Oh. Warum muss man immer Support spielen für die Jungs? Warum muss man immer Support spielen für Randoms? Den würde ich jetzt schon reporten wollen. Für Bullshit, was er dort macht. Du, wir brauchen keinen Support. Das geht auch so. Das ist nur 100-mal einfacher, wenn ich jemanden heilen kann. Weil man halt viel länger kämpfen kann. Zumal nix eh, wenn er einmal von Kagan erwischt wird, kommt permanent aufgedeckt ist, soweit ich weiß. Also entweder werden wir jetzt von Kagan geraped, beziehungsweise überhaupt vom Gegnerteam, weil wir halt keinen Support haben. Oder wir haben das Glück, dass wir sie irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen und können sie einfach auffressen. Das wäre immer wieder schön. Da würde ich mal wieder eine Runde gewinnen. Ich habe sonst nämlich eine ziemlich schlechte Siegquote. Ich glaube, ich stehe jetzt 1-3. Also ein Sieg, drei Niederlagen in meinem Ranking. Und ich bin mir irgendwie nicht so sicher, was ich falsch mache. Mission starting. Die meisten werden sich, ich gehe mal auf die Seite, einfach nur, weil ich es kann. Ja, nix, stell dich so, dass du nicht schießen kannst. Nee, wäre ja auch Quatsch, wenn du schießen könntest. Also stellt sich gerade so, dass er nicht irgendwie in die Mitte schießen kann. Er kann es nicht mal versuchen. Er kann es nicht mal versuchen.
Bitte sag mir jetzt nicht, dass sie sich so unstellig sind, dummerweise auf mich schießen. Finde ich ganz bitter. Ich reg mich jetzt auch auf. Das ist totaler Quatsch, dass wir jetzt mit dem Gegner die Might überlassen haben und da uns da schon ein Nachteil entsteht. Direkt daraus entsteht uns halt schon der erste Nachteil. Hallo? Dankeschön. Ich möchte ihm bitte hinterherlaufen. Eine Runde habe ich noch, bevor ich zubeißen muss, um die meine Might und Energize zu benutzen. Also können wir das auch machen. Jetzt schießen können nix, aber. Ignorieren wir das. Oh, ne, er schießt trotzdem noch, okay. Hat er zumindest ein bisschen Energie abgesnackt. Me, please. Go there. Ich gehe ihr hinterher. Das ist schon eine gute Idee, sie anzugreifen. Ich denke nämlich, dass Whitehex jetzt dasht und umstellt. Und er dasht. Mit dem Beißen hätte ich ihn nicht getroffen. Ah, du hättest mich eh getroffen. Okay, der jagt uns so nix, der schon längst weg ist. Das ist gar nicht so doof. Mal gucken, kann ich jetzt zwei Leute beißen? Sehr gut, kann zwei Leute beißen. Sie kann einmal heilen, sie kann aber auch das Feld machen. Ich glaube, ich gehe lieber ihm hinterher, weil den kann ich eigentlich ganz gut duellieren. Ich habe mehr Leben und ich heile mich beim Zuhauen. Netter Treffer. Wir sind ein bisschen AOE zurück. Ja, ein bisschen. Ah, oh, fuck, das ist unsichtbar. Dann kann ich natürlich nicht hinterherlaufen. Shit. Jetzt laufen wir hinterher auf jeden Fall. Support fressen. Dann erwische ich ihn natürlich, wenn er dort steht. Das ist natürlich nett. Aber da erwische ich wieder zwei. Da laufe ich natürlich durch. Aber es könnte sein, dass jetzt zwei Leute sterben. Was ganz nett ist. Da trifft sie leider nicht. Jetzt wird es schwierig, wenn den zwei Leuten sterben. Einer stirbt. So heile ich mir im Zweifel. Und wenn sie sich festbinden will an der Stelle, will ich mich dort lieber nach oben bewegen. Da habe ich nämlich die Entdeckung. Da müsste theoretisch wieder einer tot sein. Ah, ich stirb nochmal so dabei.
Boah, ne, ich heile mich das gegen. Die 16 heile ich gegen. Ich könnte jetzt mal kurz zu ihr ausweichen. Wenn er hitting an enemy. Puh, ne. Ich hab 10 Leben. Das war nicht meine Aufgabe mehr. Ah, oh, hat mich ja trotzdem noch. Verdammte Kacke. Da war mein Dash vollkommen umsonst. Vollkommen umsonst. Hütet sie? Ne, ist nur ein Plasma-Volley, okay. Er steht halt direkt neben Kagan. Das ist natürlich ein bisschen bitter. I was never here. Go on, I dare you. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Hey, better luck next time. Catalyst engaged. The shadow comes. Ich weiß gar nicht, ob die sich selber heilt. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Distance makes the heart grow fonder. Immer da irgendwo. Geh mal da hin. Kämpft hat hier als einzige gerade noch so ein bisschen Kacke. Der hat sich geheilt. Sehr schön. Die beiden Dashes ausgewichen. Das Dodge. Damit ist Kagan's Ulti raus. Und die werden nicht von Kagan geschreddert. Er könnte jetzt abhauen. Ich will lieber unsichtbar darüber rennen und meine Ulti versuchen dort zu zünden, irgendwie bei denen. Ich denke, ich komme nächste Runde dann noch bis da rein. Die will unsichtbar rausdashen. Das wird nicht klappen. Denke ich. Watch out. Ja, dann reicht aus, okay. Ah, doch, da kann natürlich klappen. Sie ist auch nicht aufgedeckt. Ja, er kann sie wieder unsichtbar machen. Fuck, Mann. Ich geh mal dahin. Mal sehen, ob das was wird, oder hätte ich jetzt schon ulten sollen. Mal, das muss man jetzt sehen. Hätte ich jetzt schon ulten sollen. Ah. Das war gut geraten von ihm. Weil sie war ja eigentlich unsichtbar. Okay. Der ist sowieso tot, dann hätte ich dafür nicht ulten müssen, okay. Aber da natürlich ein Ulti ziemlich angenehm. Und die Voraussetzung, die springen nicht weg. Sie springen auf jeden Fall nicht weg. Kann ich alles scramblen? Im Zweifel. Das ist doch dann relativ angenehm. Stand firm. Ulti, ja, wenn er rein ulti, ja, dann ist er raus. Aber dann mische ich immer noch zwei Leute und die da oben ist tot. Oder auch nicht. Aber fast tot. Und ich bin bis jetzt nicht da drin.
You feel safe behind that wall. Okay, he's tot. Nice. Kann nicht dashen. Dann nehme ich den mal mit. Ja, heilt sich halt unglaublich viel jetzt in der 70. Ist schon bitter. Und er ist tot. Na klar. So, jetzt kann ich natürlich versuchen rauszudashen. Ja, er wird dahin dashen. I'm always one step ahead. Go. Nothing keep us apart. I put the blood in blood sport. Ist er gerade angedasht? Nee, kann nicht sein, er greift an. What the fuck? Ach, er war unsichtbar. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Five turns left. Geh mal dahin, um die Might mitzunehmen und dann dashen hoffentlich. Wieder rausgehen, wenn einer stirbt, irgendwie nicht so. Manchmal nicht so offensichtlich. Das ist eigentlich die sinnvolle Taktik in dem Moment. Death waits in the wings. Kurz wieder aufladen alles und später wiederkommen. Wie er schon halt fast tot ist, der Kagan. Oh, wie er sich fast selber tötet. Ja, sie macht ordentlich Damage mit dem Schild noch, aber. Stirbt aber leider. Four turns left. Ich will da an. Unsichtbar. Kann mich zwar andashen, aber dann bin ich halt bloß geslowt und ein bisschen Damage bekommen. Hätte vielleicht doch in Cover gehen sollen. Okay, jetzt bin ich wieder geslowt. Aber ich bin unsichtbar. Okay, ist doof. My returns remaining. Sie wissen, dass er da reingelaufen ist, auf jeden Fall. Er kann immer noch ausweichen. Wäre ziemlich dumm, wenn er das jetzt nicht tut. Ich bin ihm hinterher. Er heilt sich zwar noch, aber ich will ihn da hinterher. Oh fuck, er heilt sich noch mehr. Das ist natürlich bitter. Ich dachte, er dasht. Tut mir leid. GG? Holt jetzt hier rein, oder was? Oh, okay. Krass. Ab dann... Hätte ich auch nicht auf Nummer 70 gehen brauchen, wäre ein ziemlicher Quatsch gewesen. Victory. Haben wir wieder eine Runde gewonnen. Damit steht es 2-3 in unserer Siegstatistik. Wow. Und das war sogar ohne Support, ey. Hätte ich mich gar nicht so aufregen brauchen am Anfang. Das gab natürlich entsprechend ordentliche Belohnungen. Aber irgendwie fehlt hier ein bisschen was, glaube ich. Naja, an der Animation. Auch egal. Damit sind wir endlich in Bronze 3 angekommen, mit 25 Punkten. Ist immer noch komisch, wenn man 75 Punkte für eine Runde kriegt. Wie viele Spiele haben wir gemacht? Wir müssten 7 Spiele gemacht? Dann habe ich ein paar vergessen. Sorry! Ja, aber wir haben
7 Spiele gemacht und sind endlich bei Bronze 3 angekommen. Das heißt, wir haben 3 Siege insgesamt, glaube ich. 3-4 müsste es dann stehen. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.